Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Escape Rosecliff Island. Wo waren wir denn? Ach genau, in Level 10, 11 waren wir stehen geblieben und mussten noch in den Mechanical Room. Ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, ich habe im Moment so ein bisschen leichte Erkältung. Manchmal kommt da die Schnupfnase wieder durch, im Moment geht's. Ich hoffe, das bleibt die Folge über so. Sonst klinge ich zwischendurch irgendwann so ein bisschen so. Aber ich denke, das wird erstmal gehen. So, gucken wir doch mal, was wir brauchen. Wir brauchen eine Vase mit Ornament. Wir brauchen zwei Dosen. Eine Fancy Scroll, also eine hübsche Papierrolle. Ne? So ein Schriftstück-Dingsi. Wir brauchen eine Schere, einen Magneten. Wir brauchen zwei Sportbälle. Da ist schon mal einer. Außerdem brauchen wir ein Wooden Vat, was auch immer das ist, das Grammophon mal wieder, den Hand Drill und ein Tape. Okay, das klingt erstmal relativ übersichtlich. Nichtsdestotrotz stehe ich vollkommen auf dem Schlauch. Hier ist die Schere. Ich sage Schlauch und finde Schere, finde ich super. Da ist der Magnet. Und daneben ist direkt das Tape. Ich frage mich auch, also ich meine, so eine fancy Scroll, warum, oder Scroll, oder Scroll, Scroll, was weiß ich, warum lässt man das so rumliegen? Und ich meine, also A, warum hat man sowas? Und B, warum lässt man das so total gammelig rumliegen? Ich meine, da wird ja irgendwas Sinnvolles draufstehen, hier zum Beispiel. Zum Beispiel wird es eine Urkunde sein, oder ein magischer Bannspruch, oder ein Kuchenrezept zum Beispiel, und das sind, finde ich, alles Sachen, die ich auch bei einer Flucht mitnehmen würde. Also so ein Kuchenrezept, wenn man dann alleine in seinem Rettungsboot sitzt, kann man sich ja aus Salzwasser und Fischen und ein bisschen Gummi vom Boot doch garantiert auch einen leckeren Kuchen machen. Nicht. Oh Mann, was erzähle ich hier eigentlich? Versuche nur, ungeschickt darüber hinwegzutäuschen, dass ich gerade nichts Gescheites finde, außer diesem Ball. Und dieser Dose. Ist das auch eine Tin Can? Jawohl. Die Vase muss doch hier auch noch irgendwo sein. Aber das Grammophon ist natürlich auch noch da. Der Handdrill. Ist das jetzt wieder dieser blaue Akkuschrauber oder ist das diesmal was anderes? Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher. Ich weiß auch noch nicht, was das Wooden Vat sein soll. Da reicht mein Englisch mal wieder nicht so aus. Also, Wooden ist klar, das ist hölzern, aber... Entschuldigung. Aber der Rest, ich klicke im Zweifelsfall einfach alles an, was aus Holz ist. Ah, das Fass wird's gewesen sein. Okay. Ist das die Vase? Das ist total, was ist denn das? Oder ist das ein Elefant? Könnte auch hier mit so mini angedeuteten Stoßzähnen ein Elefant sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht ist es aber auch einfach nur hässlich. Wahrscheinlich ist es hauptsächlich hässlich. Ey, was bist denn du hauptberuflich? Ah, hässlich. Echt jetzt? So, die Vase. Die muss doch hier irgendwo sein und der Handrail muss da auch noch irgendwo liegen. Das ist ein, das gilt als Vase. Ich hätte es ja jetzt... Naja, okay. Ich hätte es als Pokal gesehen, aber nun gut. Wir haben es ja gefunden. So, und der Handrill, der sieht doch jetzt wahrscheinlich nicht so aus, wie ich das erwarte. Weil hier eigentlich nie etwas so aussieht, wie ich es erwarte. Aus Prinzip schon nicht. So, da denkt sich das Spiel, der Bench sagt wieder, lass mal schnell die Skins von den ganzen Items ändern. Ich sag nur, Rekorder und Flöte. Das werde ich auch nicht mehr los. Werde ich jetzt jede Folge drauf rumreiten. Ich
bin im Moment ein klein bisschen stolz, dass ich innerhalb von 5 Minuten noch nicht gesagt habe, dass ich keine Ahnung habe. Oder es ist mir nicht aufgefallen, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich meine, ich konnte es mir bislang verkneifen. Bedauerlicherweise können wir jetzt auch gerade nichts anderes machen, weil das das letzte Bild in diesem Level ist. Das heißt, ich muss diesen Handrail jetzt auf jeden Fall als nächstes finden. Also hier unten am Rand scheint er ja offensichtlich erstmal nicht zu liegen, würde ich sagen. Hier an dieser Kiste würde ich sagen, ist er auch nicht. Und hier an diesem Balken eigentlich auch nicht. Dieser Schraubenzieher hier war es nicht. Hier sehe ich nirgendwo einen Handrail. Okay, also können wir hier unten und diesen Balken und das schon mal abhaken. Hier ist auch nur das Auto, der Geldschein, der Bumerang, das Fragezeichen, Sprühding, Keyboard, Katze, Schmetterling, Dartscheibe, Streichholz, Kneifzange und keine Ahnung was noch. Also hier wird es glaube ich auch nicht sein. Diese Lampe da blendet natürlich so ein bisschen ungünstig über so Sachen drüber. Tja. Was ist das eigentlich? Soll das ein Telefonhörer sein oder ein Gewicht oder... Liebeskugeln. Dieser verkackte Handrail muss doch irgendwo sein. Ist er das? Nee, ich wollte gerade sagen, das war ja immer der Schraubenzieher. Quatsch, der Korkenzieher. Ich meine, ich möchte auch nicht ausschließen, dass das dann auf einmal ein Handrail ist, ne? Aber ein Handbohrer. Eine Fliege, eine Sanduhr, der Dominostein, Nichtrauchenzeichen, Schmetterling. Vor allem sehe ich dieses Item eigentlich mal so überhaupt nicht. Was mir fehlt, halt auch einfach ein Item, wo ich sagen könnte, okay, das könnte es vielleicht noch sein. Aber da sehe ich einfach gerade gar nichts in der Hinsicht. Huh. Wahrscheinlich war es doch irgendwo, wo ich schon gesagt habe, es ist da nicht mehr. Oder da kann es nicht sein, da liegt nur das, das und das. Verdammt, eigentlich wollte ich diese Folge doch ein bisschen was schaffen, als die letzte Folge so gut lief. Aber irgendwie wird das, glaube ich, nichts. Random Sachen anklicken, FTW. Das Keyboard ist auch neu und die Maus, oder? Also ich. Das ist ein Handrail? Das sah aus wie eine Angelrute oder ein Angeldingsi. Das hätte ich niemals für ein Handrail gehalten. Vor allem sah der Handrail letztes Mal halt aus wie ein Akkuschrauber, aber okay. Na, das ist hier jetzt auch enorm hilfreich. Das war gar nicht mal so clever. Sondern sieht das hier drüben doch schon mal einigermaßen gut aus. Das Ding kriege ich so schnell nicht ausgelöst. Schade eigentlich. Dann machen wir das nochmal so. Dann haben wir da auch schon eine ganze Menge gelöst. In den tun wir mal rüber. Das geht ja einigermaßen.
Wobei, so richtig überzeugt bin ich da auch noch nicht. Aber gucken wir mal. So, dann haben wir hier die ganze Grütze schon mal weg. Das ist doch was Feines. Das wird so ewig dauern. Können wir hier oben nicht noch... Nee, bedauerlich. Ah, so zumindest. Und ja, das andere kriegen wir auch weg. So nämlich. Oh, das ist doch ja alles ein schlechter Scherz, oder? Ist das nicht irgendwie genau das gleiche wieder? Kackverein. So... Sehr schön. Kann jetzt nicht ein Buch, ein Traum. Dann muss nur noch dieses Ding da unten irgendwie weichen. Warum haben wir eigentlich den Stern als Symbol gewählt und jetzt tauchen hier die ganze Zeit Monde auf? Ich hätte gerne auch einen Stern. Na egal. Puzzle gelöst. Kriegen ein Steuerrad. Das sieht zwar jetzt eher wie so ein Ventil an einem Rohr aus dem schlechten Adventure, aber okay, meinetwegen ist es auch ein Steuerrad. Meinetwegen ist es auch ein Rekorder, mir doch völlig egal. Irgendwas Neues? Der Keller? Ist der Keller neu? Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal hin. Oh ja, ist neu. Loks finden, da ist eins. Und wir nähern uns den magischen 50 Loks. Drei Stück fehlen noch, eins davon ist noch hier irgendwo versteckt. Was brauchen wir denn sonst noch? Wir brauchen eine Maus. Nein, das ist ein Eichhörnchen, verdammt. Wir brauchen einen Feuerwehrhelm, der ist dort. Einen Juicer, einen Entsafter. Oh ja, einen Entsafter. Nö, ein Biplane, das könnte so ein Doppeldeckerflugzeug sein. Hier ist auf jeden Fall noch ein Lok. Könnte aber auch irgendwas ganz anderes sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es könnte auch einfach ein Flugzeug mit zwei Propellern sein. Ich bin mir da nicht sicher. Wir brauchen den Kreisel mal wieder. Der liegt hier. Den Dosenöffner brauchen wir zur Abwechslung auch mal. Der hängt hier drüben. Fitness-Equipment. Das könnte diese hässliche Hantel aus dem letzten Level sein. Die sehe ich allerdings gerade nicht. Das hier vielleicht? Okay, das war einfach als geplant. Die Gasmaske habe ich gerade auch schon irgendwo rumlungern sehen. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wo. Ah, da hinten. Dann haben wir wieder den Eishu Bullets. Das wird irgendeine Pistole oder ein Gewehr oder der Revolver oder sonst irgendwas sein. Und dann haben wir noch Place the Ace. Das muss dann wahrscheinlich hier mit hin und da liegt es und wir tun es darüber und dann sind doch alle glücklich. Na, geht so. Die Maus fehlt noch. Wo könnte die denn mal stecken? Ich frage mich gerade auch, ob ich... Ne, ich wollte gerade sagen, das ist keine Maus. Ob ich nach einer Computermaus oder nach einer lebenden Maus suchen muss. Gesehen habe ich... In diesem Spiel, also nicht auf dieser Karte, auf diesem Bild, aber in diesem Spiel in der Tat schon beides, meine ich. Der Juicer fehlt auch noch. Nein, nein. I shoot bullets. Gott, wie ich jetzt hier erst das Schwert und den Pfannenwender sehe. Ah, da ist die Maus. Gut, dass wir uns mit dem Pfannenwender beschäftigt haben. Und hier liegt auch die Pistole. Ganz ekliger Winkel. So, fehlt nur noch das Bicurious Plane. Und der Juicer. Das ist vielleicht Juicer, aber kein Juicer. Schade. Ist das der Juicer? Was ist das eigentlich? Ist das ein UFO? Ah, hier ist das Biplane. War ich mit Doppeldecker doch richtig? Tja, und so ein Entsafter, wenn es überhaupt ein Entsafter ist, aber... Ja, ein Pümpel ist kein Juicer. Schade eigentlich. Hätte ich ja sehr passend gefunden. Oh, die Schildkröte. Was ist das hier? Nee. Mit dem Hammer kann man auch entsaften, finde ich. Also... Könnte man ruhig mal gelten lassen. Ich wundere mich auch immer, dass hier in manchen Levels immer so Sun steht. Also auch immer verkehrt rum.
Aber wir es irgendwie noch nie gebraucht haben. Das kommt garantiert nochmal irgendwann und dann finde ich es wieder nicht. Ich sehe es kommen. Und es ist mal wieder das verkackte letzte Item. Wobei wir jetzt natürlich die Option haben, woanders weiterzumachen. Aber eigentlich wäre es doch ganz nett. Hier ist das ein Juicer? Nein, das ist eine Pfeffermühle. Das ist ein Pilz, hoffe ich. Das ist ein Tischtennisschläger. Ach, das ist hier wieder der Whisk Broom. Vielleicht ist Juicer auch umgangssprachlich ein Wort für... Ach, da liegt er. Umgangssprachlich ein Wort für... Ach, da liegt er. So viel dazu. Okay, dann gehen wir doch mal wieder zu diesem unfassbar verdreckten Swimmingpool. Was brauchen wir denn da? Einen Geldschein, zwei Flaschen. Die eine steht da noch immer im Hintergrund. Sehr schön. Das ist vielleicht die zweite? Nein? Schade. Die Wäscheklammer war wieder ein Ancient Counter. Das ist wahrscheinlich wieder dieser... Das ist die Sonnenuhr. Wahrscheinlich wieder dieser Rechenschieber, der sich irgendwo verbirgt. Der ist hier. Den Eimer, der liegt hier vorne. Drei Messer gleich. Holla, die Buschbraut. Eine Feueraxt. Vier Vögel. Ihr habt doch einen an der Kajüte. Vier Vögel. So, nur noch ein Vogel. Außerdem brauchen wir die Glocke. Wo, die war hier. Und Scrub Brush, also so eine Scheuerbürste. Die habe ich hier gesehen. So, fehlen nach wie vor drei Messer. Sie ist meine Schwester. Okay, das war der Geldschein. Eigentlich dachte ich, das Rasiermesser zählt vielleicht mit als Knife. Aber okay. Was brauchen wir noch? Ach, die Axt. Ah, hier ist die Wäscheklammer. Ey, dieses Phänomen, das ist unfassbar. Sage A, finde B. Faszinierend, ob es da eine Studie drüber gibt. Also, ob das grundsätzlich so ist. Oder ob das nur bei mir so ist, weil mein Gehirn komisch ist. Eigentlich möchte ich es gar nicht wissen. Vogel? Hallo? Vogel. Die Ente natürlich. Fehlt immer noch die Axt. Ein Anker hätte ich gefunden. Drei Messer, da ist eins davon. Die Sonnenuhr, ist die dann neu? Ich kann mich irgendwie nicht daran erinnern, dass die letztes Mal... Wobei, doch, könnte gewesen sein. Aber beschwören würde ich jetzt nicht. Es war sehr lustig, zum Thema so Sachen, die einem auffallen und die einem nicht auffallen. Ich war mal regelmäßig bei jemandem zu Besuch und dann fragte der mich so nach, keine Ahnung, einem halben oder dreiviertel Jahr oder so. Also ich war da jetzt nicht irgendwie fünfmal die Woche, aber so, ne, schon so, ja, im Schnitt einmal die Woche kann man schon sagen. Und dann fragte der mich so nach einem halben, dreiviertel Jahr, was ich eigentlich von dem Bild halten würde, was da auf dem Schrank steht. Und ich meine so, oh, ist das neu? Also nein, das steht schon die ganze Zeit da. Und es war mir vorher einfach nie aufgefallen. Und es war jetzt halt nicht so ein Bild im Sinne eines Fotos, sondern halt wirklich so ein einmal anderthalb Meter Gemälde-Reprint. Also es war schon, es sprang einem schon ins Gesicht. Vor allem guckte man eigentlich direkt drauf, wenn man in das Zimmer reinging, wo das halt... war, weil es halt so schon irgendwie, ne, leicht gegenüber der Tür war, aber nicht gesehen. Nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier für die restlichen vier Items nicht auch ein halbes, dreiviertel Jahr brauche. Aber trotzdem, ja, ich mache jetzt mal kurz einen Prozess und verabschiede mich
für diese Folge. Wünsche noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und wir suchen in der nächsten Folge weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir es finden werden. Ich mache jetzt auch, glaube ich, gar keine große Pause zwischen. Von daher sage ich einfach schon mal...